Der Chiphersteller Nvidia, der profitiert vom Boom der künstlichen Intelligenz. Die Aktie, die ist schon seit einiger Zeit im Höhenflug. Aber was steckt eigentlich hinter dem Erfolg und wie lange kann sich der Anbieter noch behaupten? Droht eventuell sogar bald eine Enttäuschung? Darüber spreche ich mit dem Chefredakteur der Handelszeitung Markus Diemeyer. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Markus. Hallo Tim. An der Börse, da ist Nvidia mittlerweile ein Superstar. Sag mal, was ist denn da eigentlich los? Ja, eben das eine ist, die Aktie von Nvidia hat sich unglaublich phänomenal entwickelt. Das ist das eine. Andererseits sind sich aber auch Geschäftszahlen von dem Unternehmen phänomenal entwickelt. Und wie du es gesagt hast, kein anderes Unternehmen spiegelt so stark die Wette auf die künstliche Intelligenz und die Annahme, dass die massiv weiter zuleiht. Ja, wie stark ist denn der Zugewinn mittlerweile? Reden wir über 15 oder 15% oder noch mehr? Wenn wir die Aktienmärkte mal zuerst anschauen, dann haben wir nur schon im laufenden Jahr hat die Aktie um 60% zugelegt. Wow. Schauen wir es auf 3 Jahre an, ist es 480%. Das ist also eine Versechsfachung vom Aktienkurs. 480%. Genau. Wow. Und vor den letzten Zahlen von Nvidia hat man gedacht, okay, also die kann jetzt nach dem wahnsinnigen Aktienrallye von dem Titel nicht nochmal massiv zulegen. Da hat sie dann auch etwa 10% verloren. Aber sie hat tatsächlich nochmal schon extrem hohe Erwartungen übertroffen. Und nachdem sie Zahlen gebracht hat, hat sie nochmal 16% zugelegt. Was heisst das? Ja, der Hintergrund ist halt tatsächlich, dass die Geschäftsentwicklung atemberaubend ist, man kann es gar nicht anders sagen. Wenn man jetzt das letzte Quartal Zahlen anschaut, hat sie im Vergleich zum gleichen Quartal im Vorjahr ihren Umsatz fast vervierfacht, den Gewinn fast verneunfacht, ihre Gewinnmarge ist 55%, hat sich mehr als verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen sagt selber, Bestellungen nach ihren Chips sind immer noch höher, als was sie eigentlich leisten kann. Also das Unternehmen ist wirklich unglaublich gut unterwegs. Das heißt, die Aktie Nvidia, die zieht wahrscheinlich auch andere Tech-Aktien stark nach oben, oder? Ja, das war die Aussage ja von der US-Grossbank Goldman Sachs. Das sind eigentlich die wichtigste Aktie von der Welt. Man hat auf die Zahlen am letzten Donnerstag geschaut, wie irgendein Zinsentscheid von einer Notenbank. Die hat tatsächlich eine unglaubliche Bedeutung. Alle reden nur noch über diese Tech-Aktie. Das ist so. Ja. Du, wenn ich jetzt so Superlative höre und ich lese mittlerweile eine der am höchsten bewerteten Aktien auf der Welt. Ja, komme ich da jetzt zu spät, um noch einzusteigen? Soll ich da meine Franken auch noch investieren? Also grundsätzlich gilt, Aktienkurs gehen Erwartungen wieder. Und wenn ich es wüsste, ja, wäre ich wahrscheinlich reich, wenn ich wüsste, wie genau die Aktienkurse weitergehen. Man muss einfach wissen, dass jetzt der Kurs mit diesen bisherigen Anstiegen extrem hohe Erwartungen bereits zeugt. Und jetzt ist halt die Frage, ob es tatsächlich Nvidia weiterhin schafft, die schon bereits hohen Erwartungen zu übertreffen. Das ist allerdings letzte Woche gelungen. Wir wissen es nicht. Aber man muss wissen, gute Zahlen, die wird Nvidia mit Sicherheit weiterliefern. Aber damit der Aktienkurs weiter so ansteigt oder überhaupt ansteigt, müssen sie die bereits sehr hohen Erwartungen weiter übertreffen. Also natürlich kann das nicht ewig so weitergehen. Irgendwann wird das fertig sein. Aber die grosse Frage ist, wann? Und dazu her hat Nvidia auch das Geschäftsrisiko. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch. Ja, wir kommen auf die Risiken gleich nochmal, aber nochmal einen Schritt zurück. Für alle, die jetzt nicht täglich mit Chip-Aktien handeln, also was machen die jetzt genau und was liefern die? Wird das jetzt nur für die KI, also für die künstliche Intelligenz gebraucht? Also mir kam der Name bisher immer vor allem für Hardware für Videospiele bekannt vor. Das ist richtig. Der Anfang von Nvidia, wo es ja doch ein Zeitchen schon gibt, aber wahrscheinlich nicht so bekannt war in der Breite, sind tatsächlich Chips für Videogames gewesen.
Und jetzt ist es aber tatsächlich, sind die Chips für künstliche Intelligenzanwendungen im Vordergrund und kein anderes Unternehmen kann da bei tätigen Chips mithalten. Also ich habe faktisch im Moment, Betonung, fast so etwas wie eine Monopolstellung. Mhm. Andere Unternehmen können nicht mithalten da. Du sagst, sie haben so eine ähnliche Monopolstellung. Also das leitet mich zur nächsten Frage. Warum sind die jetzt genauso begehrt? Also kann das, was die können, kein anderer Hersteller? Es gibt ja viele Hersteller, die Chips herstellen. Das ist ja nicht etwas, was wir erst seit gestern produzieren. Nein, die speziellen Anwendungen für die künstliche Intelligenz, für die neueren Anwendungen, da gibt es tatsächlich kein anderes Chip-Unternehmen, das das im gleichen Ausmaß kann. Das zeigt ja Gewinnmargen. Also wenn man so eine Marge kann machen, heisst das, man kann Preise machen, die nicht von anderen irgendwie können unterboten werden. Also auf Deutsch gesagt, ja, sie haben die Möglichkeit. Es gibt im Moment in ihrem Bereich, wo im Moment extrem boomt, keine taugliche Konkurrenz. Und Sie kooperieren mit grossen Playern wie Amazon und anderen? Ja, was heisst kooperieren? Die grossen, die wichtigsten Abnehmer sind tatsächlich die anderen grossen Tech-Firmen. Die brauchen die Chips für ihre Pläne in der künstlichen Intelligenz. Kooperieren, ich weiss nicht, ob das richtige Wort ist. Die würden natürlich gern günstigere Konkurrenten haben, die das Gleiche auch liefern können. Das haben sie aber nicht. Daher sind die grossen Unternehmen auch interessiert daran, zum Teil jetzt selber Pläne aufzustellen, um solche Chips selber herzustellen. Also streichen wir das Wort Kooperation und sagen, sie haben eine gesunde wirtschaftliche Zusammenarbeit und bald sind sie heftige Konkurrenten. Ja, das ist wahrscheinlich Zukunft, wie das immer in der Wirtschaft ist, oder? Genau. Erst der Partner, dann der Feind. Sag mal, erzähl ein bisschen was zur Historie. Wie lange gibt es das schon, das Unternehmen? Was haben die früher gemacht? Wer ist der Chef? Wo kommen die her? Ja, das Unternehmen gibt es eigentlich tatsächlich schon lange. Gegründet wurde es 1993 schon in den USA. An die Börse gegangen ist es 1999. Es sind 3 Gründer gewesen und einer davon ist jetzt noch tätig und das ist eigentlich der Kopf und das Gesicht von Nvidia. Das ist der Jensen Huang. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Der ist der CEO und der Präsident heute auch. Er hat Jahrgang 63, wie ich. Er ist in Taiwan auf die Welt gekommen, lebt aber jetzt seit sehr langer Zeit bereits in den USA. Und hat wahrscheinlich eine große Geldbörse mittlerweile. Ja, nach den letzten Schätzungen, die ich gesehen habe, gilt er als Nummer 24 auf der Liste der reichsten Personen auf der Welt. Sein Vermögen ist auf 60 Milliarden geschätzt worden. Das ist aber vor dem jüngsten weiteren Anstieg von der Aktie gewesen. Also dürfte es noch deutlich höher sein aktuell. Jetzt nochmal zurück zur Börse. Die Anlegerinnen und Anleger sind ja sehr euphorisch, was dieser Titel angeht. Aber schlägt das irgendwann zurück, das Pendel? Oder ist das wirklich seriös, von so einer Euphorie da zu sprechen? Ich glaube eben, wenn man die Zahlen anschaut, kann man nicht von einer Bubble reden. Ich meine, es ist nicht nur die Börse, die massiv zugelegt hat, sondern tatsächlich auch das Geschäft. Die haben wirklich was verkauft. Genau, die verkaufen etwas, die steigern den Gewinn unendlich stark, den Umsatz unendlich stark. Aber trotzdem, wie gesagt, das ist jetzt nicht ein Wett für die Zukunft, weil wenn natürlich ein Unternehmen so erfolgreich ist, dann ist das ein wahnsinniger Anreiz für Konkurrenten. Die gibt's tatsächlich. Die kommen im Moment einfach technologisch noch nicht nach. Aber die werden nachkommen. Die werden auch alles geben dafür. Wir haben darüber geredet. Die grossen Tech-Firmen wollen das auch in-house, solche Chips herstellen. Und letztlich haben wir auch noch das Risiko, dass die künstliche Intelligenz-Investitionen, wo die Unternehmen, also Kunden von Nvidia, machen, dass die vielleicht sich gar nicht auszahlen, dass die vielleicht ihre Investitionen zurückfahren. Und dann ist fertig, nicht fertig mit dem Unternehmen Nvidia, aber dann werden sich die wahnsinnig hohen Erwartungen nicht erfüllen, dann wird eine Enttäuschung kommen, sogar wenn es weiter aufwärts geht. Wenn es nur schon weniger aufwärts geht, als es im Moment erwartet ist und in diesen Kurs sich widerspiegelt, dann wird es mit den Aktien zurückgehen. Also insofern haben wir das Risiko, auch wenn das Unternehmen durchaus weiter besteht und erfolgreich ist. Jetzt muss es extrem erfolgreich sein, zum Kurs rechtfertigen. Und die Branche ist natürlich auch sehr zyklisch. Ja, genau. Eben, das ist, wir haben jetzt die wahnsinnigen Hoffnungen in künstliche Intelligenz. Wer weiß? Vielleicht erfüllen sie sich, vielleicht leiht es noch viel mehr zu. Vielleicht gibt es aber auch einen Dämpfer. Vielleicht eben sind die Investitionen im Moment zu gross und dann geht es halt wieder zurück. Ja, das ist das Risiko. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Also das Thema Chip ist ja ein globales Thema, ist natürlich auch ein großes Wettstreitthema, also der Wettkampf zwischen wichtigen Playern USA und China. Spielt denn dieser Wettstreit jetzt Nvidia eher in die Hände oder ist es ein Nachteil für die? Ja, es ist eher ein Nachteil. Ich meine, die amerikanische Regierung verbietet, die absoluten Hightech-Chips nach China zu verkaufen und davon ist Nvidia betroffen. Also auf Deutsch gesagt, gibt es den Handelskrieg nicht, also Handelskrieg, die Spannungen nicht, dann hat Nvidia noch ein grösseres Geschäftsfeld. Du bist kein Börsenanalyst, hast auch gesagt, wenn du jetzt wissen würdest, wie die Aktien nächste Woche stehen, dann wärst du ein reicher Mensch. Aber trotzdem zum Schluss, wann kommt jetzt die große Enttäuschung in Sachen Nvidia oder geht das jetzt noch Monate und Jahre weiter mit diesem Kursfeuerwerk? Ja, du hast es gesagt, ich weiß es nicht. Es gibt im Moment keinen Hinweis darauf, dass Nvidia enttäuscht. Aber jetzt kommt es darauf an, wie die Erwartungen weitergehen. Aber ich würde kein Wett darauf abschliessen, wie es weitergeht konkret. Sonst, wie gesagt, wäre ich reich. Es hängt davon ab, wie die Konkurrenz aufholt. Es hängt davon ab, wie die Investitionen in die künstliche Intelligenz weitergehen. Die drei Sachen. Erwartungen, Entwicklung von Erwartungen und damit Geschäftsverlauf, Konkurrenz, wie sie aufholt und die Investitionen in die künstliche Intelligenz. Markus, danke für deine Insights. Es bleibt spannend. Wir werden den Titel und natürlich die gesamte Branche weiter im Blick halten. Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch. Und wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal, podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Also bis dann, danke dir fürs Kommen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ist immer eine Freude.